Teil 2. Die waren Sieger in der Menschheitsgeschichte. Kapitel 19, Vers 1 bis Kapitel 20, Vers 15. Betrachten wir einmal Kapitel 19, Vers 1. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Nach dem Untergang hörte Babylon ein zweifaches Halleluja von der großen Schar im Himmel. Es ist die Schar der Überwinder. Sie lobpreisen Gott, weil alle Macht und Herrlichkeit Gott allein gebührt. Auch die 24 Ältesten und die 24 vier Gestalten sprachen: Amen, Halleluja! Sehen wir uns auch die Verse 6 und 7 an. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. In Kapitel 17 und 18 hatten wir gesehen, dass diejenigen, die ihre Hoffnung auf die große und starke Stadt Babylon gesetzt haben, angesichts der Plagen Gottes nur weinen und plagen konnten, weil all ihre Habe und all ihr Überfluss dahin war. Im Gegensatz dazu sehen wir hier eine Schar der Gläubigen, die ihre Hoffnung nicht auf die vergängliche Welt, sondern auf das Wiederkommen Jesu setzen und den fröhlichen Lobpreis singen. Inmitten der Leiden und Bedrängnisse lobten sie Gott für das Wiederkommen Jesu. Denn sie glauben, dass Jesus als der gerechte Richter seine ewige Herrschaft aufgerichtet hat, während alle Reiche der Welt wie Babylon untergehen. Wer sind die wahren Sieger? Und wer ist zum himmlischen Hochzeitsmahl eingeladen? In Matthäus 25, 1 bis 13 lesen wir vom Gleichnis der törichten und der klugen Jungfrauen, die die Ankunft des Bräutigams erwarteten. Die Hochzeit begann, als der Bräutigam kam. Die klugen Jungfrauen, die bereit waren und genug Öl hatten, die gingen mit ihm zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die Hochzeit beginnt also, wenn der Bräutigam angekommen ist. Die Hochzeit des Lammes zeigt, dass Jesus jetzt wiederkommt. Jesus, der wahre Bräutigam, nimmt uns, die Gläubigen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, als seine Braut an und führt uns in sein ewiges Reich hinein. Die Gläubigen, die das weiße Leinen der Gerechtigkeit der Heiligen angezogen haben, sind die wahrhaftigen Seligen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Sie sind diejenigen, die in das neue Jerusalem eingehen werden. Und in diesen Versen sehen die Gläubigen die wunderbare Vorausschau auf dieses herrliche neue Jerusalem. Mit dieser herrlichen Vorausschau und Hoffnung auf die Hochzeit des Lammes, das heißt auf das herrliche neue Jerusalem, waren die Gläubigen auch inmitten aller Leiden und Schmerzen voll vom Lobpreis Gottes erfüllt. Mit großer Dankbarkeit und Siegeszuversicht gaben sie ihr Leben bis an den Tod für Jesus hin und sie empfingen die Krone des Lebens. Lesen wir einmal Kapitel 19, Vers 11 gemeinsam. Bitte. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Dieser Mann auf dem weißen Pferd ist Jesus, der nun wiederkommt. Darauf deutet sein Gewand hin, welches mit seinem Kreuzesblut getränkt ist. Aber er kommt nicht mehr als der Erlöser. Jesus, der treu und wahrhaftig ist, kommt nun als der souveräne und wahrhaftige Richter wieder. Er wird begleitet von dem Heer des Himmels, von denen ein jeder mit weißem, reinem Leinen angetan ist. Jesus heißt das Wort Gottes, das scharfe Schwert, das aus seinem Mund geht. Er wird alle Völker richten und seine Feinde werden seinen grimmigen Zorn erfahren. Lesen wir Vers 16 einmal gemeinsam. Bitte. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Jesus ist der König aller Könige, der nun seine ewige Herrschaft mit den Gläubigen für sein ewiges Reich aufrichtet.
Als erstes sehen wir Jesus Strafgericht über das Tier und über den falschen Propheten. Sehen wir uns dazu einmal Kapitel 19, die Verse 17 bis 21 an. Wir sehen ein weiteres Mal. Es ist aber ganz anders als das herrliche Hochzeitsmahl Jesu. Dieses Mahl ist schrecklich anzusehen. Es zeigt das elende Ende derjenigen Menschen, die das Zeichen des Tieres angenommen und es angebetet haben. Ihr Fleisch wird von den Vögeln gefressen. Das Tier, die Könige auf Erden und ihre Heere wollen gegen Jesus Krieg führen. Es ist der Kampf am großen Tag Gottes am Harmagedon. Doch lesen wir Vers 20. Bitte. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Feuer und Schwefel brannte. Jesus behält den Sieg über sie. In einem Augenblick werden das Tier und der falsche Prophet ergriffen. Sie werden besiegt und lebendig in den feurigen Pfuhl, in die ewige Verdammnis geworfen. Als zweites sehen wir, wie Satan gerichtet wird. Lesen wir einmal die Verse 1 bis 3 von Kapitel 20 gemeinsam. Bitte. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Mit einer großen Kette wird der Teufel für 1000 Jahre gefesselt. Was aber passiert mit den Gläubigen während dieser 1000 Jahre? Lesen wir einmal Vers 4 von Kapitel 20 gemeinsam. Bitte. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Jesus richtet sein 1000-jähriges Reich auf mit denen, die enthauptet, das heißt von der großen Hure Babylon und den Ungläubigen getötet wurden. Diese Getöteten sind die Märtyrer. Es sind gerade jene Märtyrer, die Jesus bis an den Tod treu bleiben und die Herrschaft der Hure Babylon verweigern, koste es, was es wolle. Sie sind erstens die, die getötet wurden, weil sie bis an den Tod Zeugen von Jesus und seinem Wort waren. Zweitens sind es die Märtyrer, die, koste es, was es wolle, das Tier nicht angebetet und seine Verführungen nicht angenommen hatten, sondern die Gottes Worte treu bewahrten und Jesus getreu bis an den Tod blieben. Der Satan schien in jeder Generation wieder und wieder und wieder über die Gläubigen zu siegen. Auch nicht wenige wurden verführt, sich die Frage zu stellen: Wozu sterben und leiden wir eigentlich? Doch hier sehen wir, dass die Gläubigen, die alle Anfechtungen und Bedrängnisse überwunden, ja, die sogar das Martyrium aufgenommen haben, die wahren Sieger sind. Lesen wir einmal den Leitvers, Kapitel 20, Vers 6 gemeinsam. Bitte. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wenn Jesus wiederkommt, werden zuerst die Toten auferstehen, die in Christus gestorben sind. Die Lebenden werden gen Himmel zu Jesus hin entrückt. Die Auferstehung dieser Märtyrer ist die erste Auferstehung. Sie sind wahrhaft die Seligen, weil sie an der ersten Auferstehung teilhaben und als Priester Gottes und Christi für 1000 Jahre mit Jesus regieren. Die Ungläubigen aber bleiben in ihren Gräbern und klagen mit Zähneklappern über ihr Versäumnis der Buße. Betrachten wir Kapitel 20, die Verse 7 und 8a.
Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und ausziehen, zu verführen die Völker an den 4 Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Nach 1000 Jahren wird der Satan wieder freigelassen und bäumt sich sofort auf gegen Jesus. Er versammelt eine unzählbare Schar gottloser Menschen und Kräfte, die die heilige Gemeinde Gottes zerstören wollen. Doch was ist das endgültige Schicksal von Satan und aller seiner Feinde? Lesen wir dazu einmal Verse 9b und 10. Bitte. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus entmachtet Satan endgültig und wirft ihn und seine Gefolgschaft in den feurigen Pfuhl, in die ewige Verdammnis. Diese endgültige Niederlage Satans und seiner bösen Kräfte markiert den endgültigen Sieg Jesu. Satan kann keine bösen Werke mehr tun, denn er ist durch Jesus für immer und ewig endgültig besiegt worden. Kapitel 20, Verse 11 bis 15 handeln schließlich vom Weltgericht. Es ist das jüngste Gericht. Lesen wir Kapitel 20, Vers 12 gemeinsam. Bitte. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Groß und klein, jeder Mensch muss beim jüngsten Gericht vor dem gerechten Richterstuhl Jesu stehen. Keiner kann dem Gericht entgehen, jeder muss vor ihm stehen. Und alles wird offenbar, denn es ist in den Büchern niedergeschrieben. Auch alle Toten müssen vor dem Richterstuhl Jesu stehen, und sie werden alle, ein jeder nach ihren Werken, gerichtet werden. Das Leben endet nicht nach dem einmaligen physikalischen Tod an unserem Lebensende. Es werden alle am Tag des jüngsten Gerichtes wieder auferstehen. Sie müssen vor Jesus stehen und das jüngste gerechte Gericht Gottes erfahren. Lesen wir die Verse 14 und 15. Bitte. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wer sind die, die nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens? Jesus spricht in Offenbarung Kapitel 13, Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht von Anfang der Welt geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Es sind all jene, die sich verführen lassen haben vom großen Tier, vom Satan und von der Hure Babylon und es angebetet haben. Diese Untreuen und Unreinen werden ausgetilgt aus dem Buch des Lebens und müssen den schrecklichen zweiten Tod im feurigen Pfuhl erfahren. Doch wer sind die, die geschrieben stehen im Buch des Lebens? Jesus spricht in Offenbarung Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, wird nicht ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens und wird mit weißen Kleidern angetan werden. Die im Buch des Lebens stehen, sind die Überwinder. Es sind die Überwinder, die wahren Überwinder, die bis an den Tod Jesus getreu sind und das Wort Gottes und den Namen Jesu treu bewahrt haben und seine Zeugen waren. Sie sind die, die im Buch des Lebens stehen. Sie werden die Krone des Lebens ererben, wie Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 bezeugt. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Die Gläubigen befinden sich in jeder Zeit inmitten der Leiden und Verfolgung wegen ihres Glaubens und wegen ihrer Verweigerung gegen die Herrschaft des Satans. Doch sie überwinden mit der herrlichen Vision, dass sie die wahren und endgültigen Sieger sind, sogar ihr Martyrium. Sie wissen und glauben, dass beim jüngsten Gericht Jesus nacheinander alle seine Feinde, Babylon, das Tier, den falschen Propheten, Satan, ja sogar den Tod, für immer und ewig endgültig besiegt. Nicht nur das. Sie wissen und glauben, dass die Überwinder,
deren Namen im Buch des Lebens stehen, einen neuen Himmel und eine neue Erde ererben werden. Lesen wir dazu einmal Kapitel 21, Vers 7 und Kapitel 21, Vers 27. Bitte, wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Bitte, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Diese Siegesgewissheit gab den Gläubigen Frieden in ihre Herzen und Freiheit von aller Angst und Furcht, weil sie wussten, dass die Märtyrer die endgültigen Überwinder und Sieger sind. Ja, darum haben die Gläubigen sogar große Freude, am Leiden Jesu teilzunehmen, koste es, was es wolle. Denn sie wissen, dass diejenigen, die Jesus und seinem Wort getreu bis an den Tod bleiben, schon von Anfang an im Buch des Lebens geschrieben stehen. Sie werden wieder auferstehen und für 1000 Jahre mit Jesus regieren. Nicht nur das, sie werden im neuen herrlichen Jerusalem in aller Ewigkeit mit Jesus regieren. Die Geschichte der Gläubigen hat auch eine 2000-jährige Geschichte, seitdem Jesus in einer kleinen Krippe geboren wurde. Die Gläubigen, die Märtyrer in jeder Zeit waren, schienen sehr häufig wie die Verlierer oder Versager in der Geschichte der Menschen zu sein, weil sie so viele Verleumdungen, Verfolgungen, Verluste, Schmerzen trafen und sie sogar den Märtyrertod erlitten. Doch sie sind die wahren und endgültigen Sieger, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, die 1000 Jahre mit Christus regieren und die das neue Jerusalem ererben werden. Glaubt ihr, dass die ersten Christen in der Arena, als sie vor den schrecklichen Löwen und den Tigern standen, als sie ausgepeitscht, gekreuzigt und verbrannt wurden, dass sie Zweifel oder Panik hatten? Nein. Sie hatten Siegesgewissheit, dass Jesus die Mächte der großen Hure Babylon und die Todesmacht des Satans endgültig besiegt und seine Märtyrer zu den wahren Siegern macht. Mit dieser Siegeszuversicht blieb auch Polycarp standhaft im Glauben. Er ermutigte und ermahnte die Gläubigen von Smyrna, Jesus getreu bis an den Tod zu bleiben. Er bezeugte vor seinem Märtyrertod: 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich über meinen König und Erlöser lästern? Mit dieser herrlichen Vision und Siegeszuversicht gingen auch die ersten Christen mit Freude in den Märtyrertod und sangen das Siegeslied. Im Licht der Morgenröte ist ein herrlicher Tag. In seinem Triumph der menschgewordene Sohn Gottes, der ewige Herr, der in der Höhe regiert. Mit der Siegeszuversicht auf den endgültigen Sieg Jesu blieb auch John Wycliffe bis zum Tod der Wahrheit des Wortes Gottes treu und forderte die geistliche Erneuerung der Kirche, der mittelalterlichen korrupten Kirche, heraus. Seine Jünger wurden brutal verfolgt. Er selbst wurde zum Ketzer erklärt und seine Gebeine wurden wieder ausgebrannt und sogar verbrannt. Jan Hus wurde beim Konzil in Konstanz 1414 verhaftet, verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Doch mit derselben Siegeszuversicht trug er sein Martyrium als ein Zeuge von Jesus. Noch auf dem Scheiterhaufen weigerte er sich, von seinen Lehren abzuschwören und bezeugte: Was immer ich sagte und schrieb, war stets für die Wahrheit, die Wahrheit. Auch Martin Luther wurde exkommuniziert und geächtet. Doch im Hinblick auf das jüngste Gericht und auf den endgültigen Sieg Jesu verteidigte er Jesus und sein Wort und lebte als ein Zeuge der Wahrheit. Vor dem Kaiser bezeugte er furchtlos: Weil nun aber mein Gewissen in Gottes Worten gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen. Gott helfe mir. Amen. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Erließ 1685 ein Edikt, das die Durchsetzung des Katholizismus als alleinige Staatsreligion festlegte. Für die protestantischen Hugenotten begann eine Zeit schwerster Verfolgung. Viele wurden hingerichtet oder auf die Galeeren geschickt. Eine von ihnen, Marie Durand, saß 38 Jahre lang in einem dunklen Gefängnis.
Sie hatte aber die Siegesgewissheit, dass Jesus seine Zeugen zu den wahren Siegern macht. Bis zum Ende lebte sie als lebendige Zeugin von Jesus. Fast 40 Jahre lang bezeugte sie: Resiste, widersteht. Mit Resiste half sie ihren Mitgefangenen, ihr Zeugnis von Jesus unter allen Umständen zu bewahren und bis zum Ende durchzuhalten. Mit dieser Siegesgewissheit, dass Jesus die Märtyrer zu den wahren Siegern macht und sein ewiges Reich mit ihnen aufrichtet, lebte auch Dietrich Bonhoeffer bis zum Märtyrertod als ein Zeuge Jesu. Trotz Verfolgung durch die Gestapo hielt er am Bibelstudium, der Lebensgemeinschaft und der Jungeerziehung durch das Predigerseminar fest. Noch im Gefängnis kurz vor seiner Exekution bezeugte er: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Sein Lied ist das Lied des Sieges Jesu, das wir bis heute singen. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wenn sich die Stille nun tief um uns bereitet, so lasst uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Auch Jim Elliot starb als Märtyrer, als er den rachsüchtigen Waurani-Indianern diente. Doch Jims Frau Elizabeth Elliot wurde nicht verbittert. Mit der Siegesgewissheit lebte sie als Zeugin Jesu, indem sie zu den Mördern ihres Mannes zog und mit ihnen in treuer Lebensgemeinschaft zusammenlebte und ihnen diente. Jim und Elizabeth Elliot überwanden durch den Glauben an Jesus alle Feindseligkeit und sie sitzen nun zur Rechten Jesu. Jesus wirkte durch sie, dass die Waurani zu einem der friedlichsten Indianerstämme wurden. Viele von ihnen wurden als entschlossene Jünger Jesu aufgestellt, die Jesus bis heute getreu bis an den Tod bleiben. Auch Miss Nan Sarah und Miss Nan Peter dienen seit mehr als 43 Jahren den jungen Menschen in Deutschland und Europa mit dem Glauben an die Veränderungsmacht des Wortes Gottes. In der Zeit der Verfolgung bewahrten sie Gottes Wort aus Philipper 1,21. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, indem sie sich weigerten, dem Zeitgeist des Humanismus Folge zu leisten. Mit dem Märtyrergeist der Glaubensvorfahren kämpfen sie bis heute, den Namen Jesu unter der nächsten Generation und unter den jungen Studenten am Campus aufzurichten, mit der Vision Gottes, dass sie durch das GLEF als globale geistliche Leiter aufgestellt werden. Durch das Jüngererziehungswerk, das Bibelstudium und die Lebensgemeinschaft helfen sie der nächsten Generation, nicht die Hure Babylon anzubeten, sondern Gottes Hoffnung zu ergreifen und als königliche Priester in dieser Generation zu leben. Mit der Siegesgewissheit kämpfen sie geistlich mit der Vision, junge Studenten als geistliche Leiter aufzustellen und 120 Missionsstützpunkte für die Weltmission zu erbauen. Durch die Hure Babylon lebte auch ich verführt und betete den Götzen des Egoismus an, um meine Jugendbegierde zu befriedigen. Durch Hebräer 5, 8, 9 durfte ich aber Jesus begegnen, der aus Liebe meine Sünde trug und mir durch den Gehorsam des Glaubens und durch sein Blut ewiges Heil schenkte. Mit 1. Petrus 4, 13: Sondern freuet euch, dass ihr mit Christus leidet,
half Gott mir, eine Lebensentscheidung zu treffen, mit dem Märtyrergeist auf der Seite Jesu zu stehen und an der Wahrheit des Wortes Gottes festzuhalten, koste es, was es wolle. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Mein Leben befindet sich inmitten der großen Anfechtung durch die Hure Babylons des Zeitgeistes und den zahlreichen Versuchungen des Satans. Gott aber leite mich durch sein Wort aus Johannes 10,11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein authentischer Zeuge Jesu für die jungen Mediziner an 12 Universitäten zu sein. Gott mache mich zu einem wahren Überwinder und endgültigen Sieger, der Jesus getreu bis an den Tod folgt. Heute haben wir gelernt, wer die wahren Überwinder und die endgültigen Sieger sind. Es sind nicht diejenigen, die sich von der grausamen Hure Babylon verführen lassen. Es sind die Märtyrer, die Jesus getreu bis an den Tod als seine Zeugen nachfolgen. Sie scheinen die Verlierer oder Versager zu sein. Aber sie werden zum ewigen Leben auferstehen und mit Christus 1000 Jahre regieren. Sie sind berufen zum herrlichen Mahl, des Hochzeitsfestes im herrlichen und ewigen Reich Gottes. Sie sind die wahren und endgültigen Sieger, die keinen zweiten Tod schmecken und die von dem Herrn Jesus die Krone des Lebens empfangen. Gott führe einen jeden von euch, alle Zeit und klar auf der Seite der wahren Sieger zu stehen und ein seliges und heiliges Leben wie die Glaubensvorfahren zu führen, koste es, was es wolle.